Hallo Ingmar, schön, dass du da bist. Du wirst regelmäßig gefragt, wovon es überhaupt abhängig ist, welcher Anbieter auf meinem Glasfaseranschluss zur Verfügung steht. Kannst du uns das erklären? Hi. Ja, das ist eine Frage, die kriege ich in der Tat häufiger gestellt. Also man kennt das ja von seinem alten DSL-Anschluss. Da kann man sich seinen Anbieter frei auswählen, zwischen Telekom, 1&1, Osnatel, wer auch immer. So, und jetzt kommt ein neuer Anbieter und baut ein Glasfasernetz in die Stadt und dann gehe ich zur Telekom und sage, Mensch, ich möchte jetzt gerne upgraden, ich möchte den Glasfaseranschluss, und die Telekom sagt, nee, das bieten wir bei dir gar nicht an. Ja, woran liegt das, dass ich nicht auf dieses Netz komme mit der Telekom? Das hat mehrere Gründe. Zum einen ist da so ein bisschen die Technik, also diese Netze werden neu aufgebaut, und es ist also eine unheimlich große Herausforderung für die Anbieter, ihre Systeme so zu gestalten, dass man einfach vom einen Netz auf das andere gehen kann und dass man als Anbieter praktisch ja, sich einmieten kann, ja, bei dem neuen Anbieter. Ne? Da müssen Prozesse organisiert werden, da müssen Schnittstellen geschaffen werden. Was passiert denn zum Beispiel, wenn irgendwo eine Störung ist, wo rufe ich an, wie wird das übergeben? Da laufen im Hintergrund unheimlich viele technische Prozesse, die automatisiert werden müssen. Da müssen die ganzen Datenbanken angepasst werden. Und das ist also eine Herausforderung, die ist bis heute ja noch im Bau. Ne? Da gibt es so Arbeitsgruppen, die so Standards schaffen. Und die sind bis heute noch nicht richtig vereinheitlicht, da ist man also noch dran. Das ist das eine. Und das zweite ist, selbst wenn ein Anbieter bereit ist und sagt, Mensch, wir haben hier eine Schnittstelle, ihr könnt auf unser Netz, dann muss immer noch der andere Anbieter, wir haben die Telekom, die muss erstmal sagen, jawohl, ich gehe bei der deutschen Glasfaser aufs Netz, ich miete mich da ein. Und so weit sind eben auch viele Unternehmen noch nicht. Das hat zum einen, wie gesagt, diese technischen Hintergründe, und zum anderen ist das natürlich auch eine wirtschaftliche Frage. Ne? Das ist natürlich auch ein Riesenaufwand, diese Datenbanken da umzugestalten, dann diese Prozesse aufzusetzen, und das muss ich dann auch erstmal rechnen. Und ich sag mal so, bei kleinen Minimalnetzen ohne Standards ist das einfach vergleichsweise teuer, und deswegen hakt das da oft noch. Super, vielen, vielen lieben Dank. Ich glaube, das hat uns allen sehr geholfen. Danke für deine Zeit und wir sehen uns.